Hey yo Leute, Crimex hier und in diesem Video gibt es einfach mal die meiner Meinung nach 10 besten Autos in GTA 5 und mit den besten Autos meine ich nicht die schnellsten oder die teuersten, sondern einfach die meiner Meinung nach besten Autos eben, heißt mit den besten Funktionen, mit den besten Tuning-Möglichkeiten oder einfach die Autos, die am meisten Spaß bringen. Dabei habe ich auch übrigens darauf geachtet, dass auch Autos dabei sind, die nicht ganz so teuer sind oder sogar gratis sind, damit eben auch das Video den Leuten was bringt, die nicht ganz so viel GTA 5 Dollar haben, aber ich würde sagen, wir legen jetzt mit dem Video los, lehnt euch zurück. Und viel Spaß mit dem Video. Und wir starten direkt mal mit dem ersten Auto und bei diesem Auto muss ich wirklich sagen, es hat es absolut verdient, dieses Video zu eröffnen, denn es ist meiner Meinung nach auch absolut das beste Auto in GTA 5 und zwar handelt es sich um den gepanzerten Shafter V12. Ja Leute, warum ist dieses Auto denn so gut? Einerseits, weil es gepanzert ist, Leute, also es ist extrem schwer, euch damit zu töten, was heißt extrem schwer, die Scheiben sind natürlich nicht gepanzert, aber die Türen sind zumindest gepanzert und dadurch, dass die Türen auch gepanzert sind, hält dieses Auto sogar eine Haftbombe aus und kann danach ganz normal weiterfahren. Also dieses Auto ist wirklich extrem stabil. Der zweite Punkt, der extrem gut ist, und zwar ist, dass dieses Auto auch noch richtig schnell ist. Es ist zwar richtig schwer durch die ganze Panzerung, es wiegt gefühlt 5 Tonnen mehr als alle anderen Autos, aber gehört trotzdem zu den 10 schnellsten Autos in GTA 5. Und der dritte positive Punkt an diesem Auto ist, dass auch noch 4 Plätze darin frei sind. Also ihr müsst euch nicht irgendwie mit euren Freunden immer absprechen, wer kann womit fahren, sondern ihr könnt einfach 3 Leute noch mitnehmen, was auch wirklich extrem praktisch ist. Also um es nochmal zu kombinieren, ihr habt wirklich ein extrem stabiles, ein extrem schnelles und ein Auto, mit dem ihr auch noch mehr Freunde mitnehmen könnt. Und was auch noch dazu kommt, was mir gerade auch noch einfällt, ist, dass dieses Auto nicht mal besonders teuer ist. Und deswegen gehört dieses Auto meiner Meinung nach auf jeden Fall auf Platz 1, was die besten Autos in GTA 5 angeht. Aber ich würde sagen, wir machen direkt weiter einfach mal mit dem nächsten Auto. Das nächste Auto gehört ebenfalls zu der Benefactor-Familie und zwar handelt es sich hierbei um den Felzer. Ja Leute, warum mag ich dieses Auto so sehr? Das Ganze liegt einfach an 2 Gründen. Erstmal, weil sich dieses Auto verdammt gut fahren lässt. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wer Rennen in der Kategorie Sportklasse fährt, kann ich wirklich den Felzer nur sehr empfehlen. Es fährt sich mega gut, ist auch nicht besonders teuer. Und der zweite Punkt, was ich an diesem Auto eigentlich fast noch mehr mag, und zwar die Tuning-Möglichkeiten. Man hat wirklich extrem viele Tuning-Möglichkeiten. Man kann richtig viel Sachen an die Karosserie dranballern. Das finde ich wirklich extrem cool. Ich denke mal, Tuning dürfte auf jeden Fall den ein oder anderen hier auch noch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch übrigens mal ein Video gemacht mit den 5 besten Tuning-Autos. Ich glaube, da war der Felzer auch dabei, weil man einfach richtig coole Sachen an die Karosserie noch dran schrauben kann. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und deswegen auf jeden Fall auch hier bei den Top 10 der besten Autos in GTA 5 dabei. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Auto und das nächste Auto ist auf jeden Fall ganz klar ein richtiger Klassiker und zwar der Edda. Ja Leute, der Edda hat zwar mittlerweile so ein bisschen seinen Glanz verloren, ich meine früher das teuerste Auto, jeder hatte einen Edda, es war das heftigste Ziel irgendwann mal einen zu besitzen. Mittlerweile gibt es natürlich viel, viel teurere Autos, aber ich finde gerade deswegen ist der Edda einfach immer noch so ein bisschen was Besonderes. Er kostet zwar eine Million ist nicht gerade wenig, aber im Vergleich zu den ganzen neuen Fahrzeugen, die teilweise 2,5 Millionen kosten, ist der Edda doch einfach ein ziemlich cooles Fahrzeug. Viele fahren damit heute auch immer noch die Rennen, weil der Edda ist einfach trotzdem relativ schnell, lässt sich gut fahren und deswegen finde ich, dieses Auto für 1 Million sollte man auf jeden Fall auch noch besitzen, einfach weil es ein richtiger Klassiker ist meiner Meinung nach. Das nächste Fahrzeug ist der Dubster. Ja Leute, warum ist der Dubster überhaupt hier bei den besten Autos in GTA 5 dabei? Das fragen sich jetzt bestimmt einige von euch. Natürlich muss man hierbei auch sagen, dass es sich bei den besten Autos dabei um eine subjektive Meinung handelt. Also ist natürlich jetzt nur meine eigene Meinung. Vielleicht seht ihr das ein bisschen anders, aber für mich gehört der Dubster auf jeden Fall mit dazu. Denn das Ganze liegt an 2 Gründen. Erstens, ich liebe G-Klassen. Also G-Klassen sind wirklich extrem geil im echten Leben. Ich meine, der Dubster ist ja quasi eine G-Klasse im echten Leben. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, was dieses Auto noch so ein bisschen besonderer macht, und zwar, dass man diesen Dubster in keinem Autoladen kaufen kann. Man muss diesen Dubster auf der Straße finden, er ist zwar jetzt nicht wirklich selten, es ist kein Secret Car, man kann ihn relativ häufig irgendwo finden, aber er kann nicht einfach gekauft werden. Das macht dieses Auto um einiges besonderer, man kann ihn sich nicht einfach kaufen, man muss ihn finden, um ihn dann aufzutunen. Das finde ich wirklich ziemlich cool und ich fahre wirklich extrem gern mit diesem Auto in GTA 5 rum. Ihr könnt ihn euch völlig kostenlos holen, man braucht kein Geld dafür, natürlich braucht man Geld, um ihn aufzutunen, aber um ihn erstmal zu holen, braucht man natürlich kein Geld, weil man ihn einfach finden muss. Deswegen, wer nicht so arg viel Geld hat, aber eine geile Karre will, dem kann ich auf jeden Fall den Dubster nur sehr empfehlen. So Freunde, ihr könnt schon sehen, das nächste Fahrzeug auf der Liste ist der Banshee 900R. Dieser kostet ca. 500.000 Dollar in GTA 5. Lohnt es sich? Lohnt es sich nicht? Ich kann auf jeden Fall ganz klar sagen, dieser Preis lohnt sich für dieses Auto, denn dieses Auto gehört auf jeden Fall meiner Meinung nach zu den besten Autos in GTA 5. Was macht dieses Auto so besonders? Das Ganze liegt mal wieder an 2 Punkten. Erstens, es ist wirklich extrem schnell. Es ist nicht mal ein Supersportwagen, gehört aber trotzdem mit zu den 5 schnellsten Fahrzeugen in GTA 5.
R5, also wirklich extrem geil. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist mit den neuen Fahrzeugen, aber dieses Auto war auf jeden Fall mal eine Zeit lang das schnellste Auto in GTA 5, obwohl es nicht mal ein Supersportwagen ist, das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und der zweite Punkt ist, dass man mit diesem Auto wirklich extrem viele Tuning-Möglichkeiten hat. Ich meine, schaut euch das Teil doch einfach mal an, man kann da wirklich extrem viele Karosserieteile, neue Carbon-Teile, einen fetten Hake-Spoiler dran klatschen, man kann sogar ein Cabrio daraus machen. Wirklich extrem geil, wenn man damit zu Bennys fährt, kann man da richtig viel dran modifizieren. Ich liebe es einfach, Autos so richtig fett auftunen zu können und deswegen gehört dieses Auto für mich auf jeden Fall ganz klar mit zu den besten Fahrzeugen in GTA 5. So Leute, das nächste Fahrzeug ist der neue Vapid FMJ und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ist dieses Auto noch nicht wirklich alt in GTA 5. Es ist eben erst vor ein paar DLCs dazugekommen und ja Freunde, was kann ich über dieses Fahrzeug sagen? Ich kann eigentlich nicht wirklich sagen, dass es besonders billig ist. Ich kann nicht sagen, dass dieses Auto schneller ist als alle anderen und ich kann auch nicht sagen, dass dieses Fahrzeug besonders viele Tuning-Möglichkeiten hat. Also warum ist dieses Auto jetzt in der Folge von den besten Fahrzeugen in GTA 5 mit dabei? Ich kann es eigentlich nicht wirklich genau sagen, aber ich habe mich so ein bisschen in das Auto verliebt. Das ist für mich einfach ein extrem geiles Auto, mir gefällt mega das Design von diesem Auto, mit dieser Lackierung finde ich, sieht es einfach so ein bisschen aus wie so ein Kampfjet, so extrem flach, schnittig, dies, das, gefällt mir einfach mega gut, lässt sich richtig gut fahren und ich fahre einfach mega gerne damit rum, deswegen gehört es für mich einfach zu den besten Fahrzeugen in GTA 5 mit dazu, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Fahrzeug genauso mögt wie ich, wie gesagt, es ist einfach meine Meinung und meiner Meinung nach gehört es auf jeden Fall mit zu den besten Fahrzeugen in GTA 5. So Freunde, dann geht es weiter mit dem neuen Reaper und ja Freunde, warum steht der Reaper hier in meiner Garage von den meiner Meinung nach besten Autos in GTA 5? Ich kann dazu auf jeden Fall ganz klar sagen, ich finde der Reaper ist nicht wirklich gut geeignet dafür, um Autorennen zu fahren. Gebe ich ganz ehrlich zu, ich fahre keine Rennen mit dem Reaper, dafür finde ich ihn gar nicht so gut. Aber was mir an diesem Auto mega gut gefällt, ist die Optik, Leute, schaut es euch doch mal an. Es orientiert sich einfach an dem Lamborghini Huracan, ich finde das so mega geil. Ich feiere den Lamborghini Huracan im echten Leben und demnach feiere ich auch hier diesen Reaper von der Optik her. Ich feiere einfach mega gerne mit diesem Auto rum, gefällt mir einfach ziemlich gut und deswegen gehört es für mich einfach mit in diese Garage dazu. Wie gesagt, über Geschmäcker kann man sich natürlich streiten, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr schönes Auto und deswegen auch hier mit in der Episode dabei. So Leute, dann geht es weiter mit meinem absoluten Lieblingsauto in GTA 5. Ich glaube, es gibt kein Fahrzeug, in dem ich mehr Zeit verbracht habe. Es gibt kein Fahrzeug, mit dem ich mehr Rennen gefahren bin. Und generell einfach kein Fahrzeug, in dem ich lieber gefahren bin, als bis jetzt mit dem Progen T20. Ja, Freunde, ich denke mal, der Progen T20 gehört auf jeden Fall so mit zu den Fahrzeugen, mit denen wirklich bis jetzt am meisten Rennen gefahren wurden. Ist einfach ein mega geiles Fahrzeug, ist richtig schnell, lässt sich mega gut kontrollieren. Und auch mit dem Hake-Spoiler, der sich irgendwann ausfährt, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit drauf hat, mit den Flügeltüren und so weiter und so fort. Einfach ein mega schönes Auto. Ich liebe dieses Auto einfach in GTA 5. Ihr werdet, also wer mich schon länger abonniert hat, der wird auf jeden Fall auch wissen. Ich bin, glaube ich, in den meisten Gameplays bin ich einfach mit dem Progen T20 gefahren. Was soll man dazu noch groß sagen? Ein richtig geiles Auto, um Rennen zu fahren. Mein absolutes Lieblingsauto. Und deswegen natürlich hier auch in der Episode mit den besten Fahrzeugen in GTA 5 mit dabei. Über das nächste Fahrzeug kann ich eigentlich nur sehr ähnliches sagen wie über den Progen T20 und zwar geht es um den Centorno. Dieses Fahrzeug war auch mal eine Zeit lang mein Lieblingsfahrzeug in GTA 5 und dieses Auto stammt noch aus einer Zeit in GTA, als man noch nicht über 2 Millionen für ein neues, für einen neuen Supersportwagen zahlen musste, wie es bei den neuen DLCs immer so ist, was eigentlich komplett übertrieben ist, denn für den Centorno hat man damals einfach $750.000 gezahlt und hatte ein mega geiles Rennauto. Ich meine, heute fahren immer noch extrem viele Leute bei den Supersportwagen mit dem Centorno Rennen, weil das Auto einfach mega gut ist, lässt sich mega gut kontrollieren und fährt auch richtig schnell und heutzutage bei den ganzen neuen Fahrzeugen muss man immer 2,5 Millionen oder so hinlegen, es ist wirklich richtig krass und ja, hat einfach noch $750.000 gekostet und mit $750.000 lohnt sich dieses Auto auf jeden Fall und gehört deswegen auf jeden Fall meiner Meinung nach auch mit zu den besten Fahrzeugen in GTA 5. So Freunde, und nun kommen wir auch schon zu dem 10. Auto dieser Episode, das heißt aber nicht, dass es das schlechteste Auto ist, ich habe das Ganze nicht geordnet, es war irgendwie nur Zufall, dass der Schafter auf Platz 1 war und meiner Meinung nach auch das beste Auto ist, aber die restlichen Plätze sind nicht eingeteilt, also der Dubster 6x6 ist nicht das schlechteste der 10 Autos, sondern ist jetzt hier einfach nur auf dem letzten Platz und ja Freunde, was soll ich dazu sagen, natürlich wie schon am Anfang gesagt, ich feiere allein schon das Design, weil ich einfach G-Klassen mag und der Dubster 6x6 ist das einzige Auto in GTA 5 mit 6 Reifen, was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass man, wenn man die Reifen durchdrehen lässt, wirklich sehr gut sehen kann, dass die ganze Kraft von den hinteren 4 Reifen kommt und ja Leute, macht einfach mega viel Spaß damit rumzuheizen, man kann ziemlich viele Freunde
damit mitnehmen. Man kann einfach alles andere aus dem Weg räumen, wenn man damit auf der Straße gehört. Ich glaube, einem gehört die Straße, wenn man in einem Duster 6x6 in Los Santos rumfährt. Ist auch richtig cool, damit im Gelände rumzuheizen und einfach ein Auto, mit dem man richtig viel Spaß haben kann, meiner Meinung nach. Und ja, Leute, das war's jetzt auf jeden Fall von den meiner Meinung nach 10 besten Autos in GTA 5. Schreibt mir dazu natürlich immer eure Meinung unten in die Kommentare. Wie gesagt, die 10 besten Autos, das ist einfach eine subjektive Meinung von mir. Das sind meiner Meinung nach die 10 besten Autos. Wenn ihr andere habt, dann lasst es mich doch einfach wissen. Ich hoffe natürlich immer, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es ist, dann lasst mir doch einfach einen Like da. Ich schneide nämlich heute schon den ganzen Tag an diesem Video. Und ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Haut rein, Leute, euer Crimex.